Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly. Und vielleicht hat ein oder andere gemerkt, es ist eine Woche vergangen und Dinge sind geschehen. Erstmal, ich hab's eben gerade angeschmissen. Ich habe beschlossen, damit die hier erstmal gleich genug zu tun haben, habe ich hier ein paar Deko-Aufträge gegeben. Warum? Es könnte schöner sein und mehr Deko bedeutet schöner. Plus, dass ich hier unten noch was zu bauen habe und das CO2 hier unten rauspumpe. Also ja, just do it. Fisch funktioniert. Wir werden einfach ein bisschen Deko raushauen. Warum? Das ist die falsche Frage. Warum nicht? Eine Plus-Deko. Hier ist aber hässlich. Kann ich das... schön Deko-Ding schöner machen? Wisst ihr halt nicht, was dagegen spricht, so. Hey, macht mal. Wir haben sowieso nichts zu tun. Also lasst sie worken. Lasst die Leute worken. Hier Schmutzwasser 50-50, ne? Also ihr seht hier, die sind komplett beschäftigt. Hier in meiner Heimat. Die haben einfach gar nichts zu tun. So. Gib ihm, baut. Und auf. So, da sind wir gerade. Hier. Hier sind wir zu dritt. Und hier tue ich mir echt schwer. Eigentlich will ich hier... Eigentlich will ich das die ganze abreißen und mir dann sauber mit Metalltoren die Ressourcen darunter holen. Gerade das Metall wäre schon interessant. Aber ich habe echt null Ahnung, was ich mit diesem Planeten aktuell anfangen soll. Außer, dass ich hier Wasser in Petroleum umwandeln kann. Ansonsten fühle ich hier eigentlich nicht viel, ne? Ein paar Slicks da, ich kann Öl und Petroleum herstellen. Ich kann hier Wasser in Öl umwandeln. So, und hier? Hier sind wir gerade dabei. Ich habe schon gesagt, dass meine Steckschnecken ziemlich am auf den Zeiger gehen. Wenn nicht, Gratulation, es gibt ein bisschen Fleisch. Ich hoffe, hier baut sich keiner ein. Sei nicht so, ne? Aluminium, danke. Nahrungstechnisch, ja, wir sind dabei umzuwandeln. Wir sind dabei. Nahrung. Gas wird hier tatsächlich eher das Problem. Vorteil, ich habe hier ein relativ großes Becken. Ich kann also relativ günstig CO2 loswerden. Eigentlich habe ich gedacht, dass der in Mitte hier ausreichen würde. Aber das tut er nicht. Also tun wir ein bisschen Das ist jetzt nicht das Geilste, aber es geht, you know? Ich habe von der Scheiße sehr viel hier. Ich will nur das CO2 loswerden. Darum mache ich jetzt hier das Ding auf. Weil irgendwann muss das CO2. Und, hier soll es nicht bleiben. Ne? Hab einen kleinen Austausch, kriegt ein Gas. Gasflow, alles tut die. Hier besorgen wir dann ein bisschen Überdruck. Alles Dinge, die man irgendwie hinkriegt. Auch sehr schön, wie die Steckschnecke mir das erstmal verhindert, dass ich das machen kann.
Versuche erstmal das ganze entmittelte Zeug bei mir zu lassen. Genau, macht mal, Jungs. Wir... Leben aktuell mit dem vorhandenen Dasein. So, können wir die Jungs machen. Wir schauen uns auf die Welt einmal an. Hier wird sehr viel Deko gebaut, hoffentlich. Wird aufgeräumt und Deko gebaut, gehe ich von aus. Das sollten die Dinger sein, die die Jungs tun. Tun sollten. Wir haben sehr viel Schubumäuse. Macht mal. Ihr seid gute Fleischquelle für Lau. Ihr seht ja, ne? Die haben hier. Also Langeweile. Wird hier kein Duplikant sterben. Ich wollte sagen. Fisch und Fleisch läuft. Hilft mich ja. Ich wusste nicht, dass ich noch einen Kühlschrank brauche. Ja, Fischüberproduktion. Naja, gut, das ist so. Nichts, was man nicht hinkriegt. Dann wird es halt erstmal Dünger. Zweifelfall wird es erstmal Dünger. Wir haben hier 3 Stück, das passt schon. So. Hier meine ich mir also aktuell. Hier. Das sind Pokéballs mal ein höher. Ich meine, da läuft so gut wie keiner lang. Natürlich. In dem Moment, wo ich ihn verlagern will, wird der Scheißer groß. Oh, wird der Scheißer groß. Ich habe hier unten, glaube ich, noch einen Sammelbefehl für einen Fisch gegeben. Hier war mal ein Salzwasser-Paku. Tropischer Paku. Ihr seht, wir haben sehr viele Pakus hier. Soll mal einer sagen, die Fischanlage funktioniert nicht, ey. Sehr viele Paku-Eier. Ich hätte schwören können, ich hätte einen tropischen Paku hier gehabt. So ein. Ein der Schmutzwasser in Salz. Da ist er, genau, der Schluckfisch. Der Schluckfisch, das Schöne. Der nimmt Salzwasser, schmutziges Wasser und macht daraus saures Wasser. Das ist das Tolle an dem, steht, glaube ich, bei dem dran im Text, ne? Warum finde ich das jetzt nicht? Müssen wir vielleicht warten, bis er groß ist. So. Schauen wir uns das mal an hier. Erde produziere ich hier erstmal ganz gut. 6,7 Tonnen. Gib ihn. Meine Jungs sind eigentlich, ich habe das Gefühl, auf einem guten Level dabei. So, hier können sie ein bisschen verschmutzten Sauerstoff rausführen. Das ist auch nicht so schlimm. Ruhig mal den Sauerstoff nachschieben. Hier will ich das CO2 ja nur verlieren. Wenn ich ein bisschen mehr Überdruck habe, dann geht das CO2 relativ schnell von alleine. Bleibt es hier unten und der Rest drückt sich automatisch raus. Also das ist ganz okay. Ich meine, ich habe verschmutzte... Warum nicht nutzen? Ne? Verschmutzte Erde, verschmutzten Sauerstoff. Bau einfach mal, mein Freund. That's the reason why you're here. So, sammelt das mal alle auf. Was hier liegt. Dann merke ich mal wieder was Sauberes. Ich brauche ein bisschen Druck hier. So, das haben wir. Alles klar. Na dann. Rein da. Wir tauschen das jetzt so um aus, damit ich schon mal eine saubere Jeffersröhre habe. Damit ich auch meine Ruhe habe. Das ist wichtig. Ja, ich weiß. Die Jungs sind noch nicht so weit. Wir müssen noch ein bisschen... Schnuckolit dadurch. So, apropos Schnuckolit, wie sieht's denn hier aus?
Wir müssen doch jetzt relativ gefühlt alles aufgeräumt haben. Keiner räumt den Scheiß auf, keiner räumt das Eis auf. Die verschmutzte Erde? Was machen die gerade? Ich hätte jetzt erwartet, dass hier in Rekordgeschwindigkeit Dinger gebaut werden, aber irgendwie scheint der Daily Life Zyklus noch hart am Worken zu sein. Okay, dann schauen wir uns die zweite Kolonie an. Wie sieht's hier aus? Ah, sehr schön. Dann können wir Ethanol mal wieder ein bisschen anheben. Hier wurde Öl gefichtet. Sehr schön. Habe ich irgendeinen heißen Überstein? Ne, habe ich nicht. Das ist ganz gut. Dieser Hardcore-Rotstein, ne, der tut mich weh. Wenn da was draufkommt, das Spielchen hatte ich schon. Nicht so nice. So, Petroleum. So, passt. Ne, läuft hier. Temperaturen werden hier abgegeben. Sehe ich so gar kein Problem mit. Das ist auch alles soweit, Tutti. Blaupause. Will ich hier Kohle? Ach, schade, tut's nicht. So, temperaturtechnisch, dadurch, dass ich hier eine Wärmetauschplatte habe und jetzt an die Umgebung anfange mit abzugehen, dürfte der hier auch irgendwann mal ein bisschen schneller auskühlen. Der holt sich aus diesen neuen Feldern hier, also erst hier. Das heißt, hier ist ja normalerweise kühler. Plus das, was hier ist, der kühlt mir jetzt das Ganze ein bisschen schneller runter. So, Ethanol wird übrigens gezielt aufgedeckt und hier oben entleert. Ich glaube, ich habe... Wir sehen es ja gleich. Ein oder zwei. Die sind relativ fix mit dem Wischen. Schön, wenn deinem Wörter nicht so schnell einfallen. Ich wollte sagen, ich dürfte auch genug Anzüge haben. Also daran mangeln tut es nicht. So, und hier. Sehr schön. Aufräumen, Jungs. Immer aufräumen. Ich muss hier gleich mit Rückwänden arbeiten. Was ich will halt, dass das Zeug hier unten ist und emittet, in meinem Bereich. Ne? Der Plan dahinter. Kann hier nachher gerne Wasserstoff drin sein im Bereich, das ist mir auch erstmal egal. Den Bereich nach draußen, da weiß ich noch nicht, wie ich das mache, aber... Es gibt immer einen Anfang. Ich würde sagen, sie können erstmal eigentlich relativ gut alles aufsammeln. Sehr gut. So gehört sich das. Ne, neuer Planet muss auch einfach erstmal schön sauber kolonisiert werden. Wie warm ist das Wasser? 20 Grad. Das könnte kälter werden, ne? Man könnte jetzt auch einfach mal das Ganze ein bisschen beschleunigen. Mal schauen, was habe ich denn im Angebot? Wovon habe ich denn wirklich Diamanten? Ne, wollte schon sagen, Diamanten ist nicht so toll. Was habe ich denn im Angebot? Sedimentgestein. Ich trage mal ein bisschen mehr für den Austausch. So. Habe ich hier nachher mit den Flüssigkeiten und so weiter relativ mehr Austausch. Aber naja, die müssen das halt auch erstmal bauen. Ne? Ihr seht, die sind halt gerade relativ baufaul. Keine Samen gewählt. Warum sind die denn alle dekonstrukt worden? Oh, ich habe eine ganz starke Vermutung. Kann das unter Umständen sein? Warte mal. Dass ich nicht pflanzen kann, weil die Deko da im Weg steht. Dass ich das hier gar nicht kann, weil die nämlich drei Felder brauchen. Irgendwas sagt mir, dass das genau der Fall ist. Na, wie gut, dass wir das schnell hinkriegen.
Es hat sich auch ein bisschen Wasser angestaut, daher sehe ich da keinerlei Probleme. Hier maximale Körpertemperatur. Auch sehr schön, wie viel CO2 sich hier mittlerweile anstaut. Gebäude. Damit der CO2 mal rausfällt. Das ist mir ein bisschen too much. Aber ja, das machen die Dub schon. Da machen wir keine Sorgen. Sogar da hinten wächst. Nice. Wenn man scheint die Temperatur endlich mal auf dem passenden Level. So. Wie sieht's hier aus? Habt ihr oben alles leergeräumt? Immer noch nicht so richtig, ne? Was tut euch denn so schwer? Seid doch zu dritt. Eigentlich sollte das hier Kinderspiel sein. So, die greifen wir mal an. Das sollte eigentlich relativ fix geholt werden. So. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier genug verschmutzten Sauerstoff. Der drückt alles andere, was kein Sauerstoff ist, nach oben. Wasserstoff, CO2 nach unten. Dadurch fällt er schneller ab. Und dann lasse ich die Scheiße hier unten aufsammeln. Das ist mir egal. Hier ist so wenig Druck, dass ich eher nach unten das Ganze in Mitte als oben. Keimtechnisch, ihr seht, ist das alles kein Problem. Stand jetzt zumindest. Was ich hier mache, weiß ich noch nicht. Aber hey, Problem von Zukunftslei. Ich wollte sagen, wieso hast du nichts zu tun? Das kann eigentlich nicht sein. So, wie gehe ich mit dem Spielchen jetzt um? Ich glaube, smart ist, ich mache schon mal den Bereich hier oben dicht, damit ich nachher einen Gang habe. Weil diese Rakete, die werde ich, nachdem ich sie weggeschickt habe, auf jeden Fall dekonstruieren. Eigentlich bin ich mal großer Fan von Granit. Ist für die Verteilung da drinnen nachher besser. Plus, dass ich genug Granit habe. Mir ist das egal. Sollen sie es mal gerade machen. Eigentlich brauche ich es nur hier, damit nachher mir der ganze Gasschüssel nicht vorhanden kommt. Aber... hey, eins nach dem anderen. So, weil dann gehen die nämlich nachher hier rüber rein und raus. Ob ich hier die Tür lasse oder nicht, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir gleich mal anschauen, wie ich damit sinnvoll umgehe. Ob ich hier eine Zweiertür mache oder nicht. Aber hey, Problem von Zukunftslei. Apropos Problem von Zukunftslei. Das Wasser einfach instant weggelutscht von dem, was hier gewachsen ist. Auch funny. Guck mal, es ist so viel zum Aufräumen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass meine Leute da gar nicht hinterherkommen. Und ich habe schon den Perma-Bonus, glaube ich, am Laufen, ne? Guck mal, Claudia. Was ist mit dir, Claudia? Erstmal verbesserte Tragfähigkeit. So, da habe ich den Riftmaker. Anfangen. Im Moment ist alles geboostet, ne? Darum schaue ich gerade nicht so hart auf die Werte. Ich schaue mir nur die Kleinen an und denke so, ja, könnte vielleicht noch was machen. An und für sich bin ich gerade lege wert, dass überall die verbesserte Tragfähigkeit 2 aktiviert ist. Und das ist jetzt für mich... Oh, Riftmaker. Das Relevante, dass das hier läuft. Auf dem Planeten vielleicht gerade noch nicht. Und hier... Nun ja... Also, ne? Zweite Welt. Grenzwertig, dabei läuft der Bonus. Hada? Hada. Foxer ist jetzt nicht derjenige. Aber ist nicht schlimm, dafür kann er halt Arzt und grillen und den ganzen Scheiß. Das ist schon gar nicht so schlecht. Lass das mal laufen. So. Was ist hier mit... Oh, ich pumpe mal. Thank you.
Das erklärt, ich wollte gerade sagen, ich pumpe die ganze Zeit. Warum sammelt sich mein Ethanol da an? Ich hätte gerne mal hier überall eine 6, weil ich brauche das gleich ganz schnell, weil die Jungs werden jetzt hier anfangen, das wegzuwischen und dann da oben reinschmeißen. Und wenn voll ist, voll. Das heißt, ich hätte gerne eine 6, bitte. Achtung, die 6, bitte. Ist das möglich? Hallo. Auch Fanny, das gefühlt gerade nur ein Dub gerade baut. Es ist doch nicht mitten in der Nacht. Ah, danke. Wundern ist sowieso. Wird denn hier nicht gebaut? Grobsamen. Ah, Claudia ist sehr langsam beim Bauen. Das erklärt das. Ich denke so, was braucht ihr denn so lange? Die Claudia ist noch neu und braucht noch Übung. So, und jetzt? Jetzt kann Ethanol nachfließen. Was Sinn und Zweck der Sache ist, weil genau das hier nicht passieren sollte. Aber hey, der Boden wird mal wieder sterilisiert. Muss auch mal sein. Ja? Muss auch mal sein. Fuck. Muss auch mal wieder sein. Läuft bei mir rückwärts? Bergab? Ah, aber läuft. Oh, eine unerwartete Steckschnecke. Mann, wir haben schon wieder soweit, ne? Ach. Wir sind in der nächsten Folge. Ich glaube, ich weiß nicht, soll ich springen? Hey Pete, was meint ihr? Soll ich springen? So einen kleinen Sprung, damit wir hier ein bisschen stabiler sind? Eine Folge geht noch. Weil so gerade richtig aus dem Quark komme ich nicht und eigentlich müsste ich hier ein bisschen mehr erkunden. Aber ich wollte jetzt erstmal den sauberen Gang hier haben, damit ich nach Strom zur Seite schieben kann. Und ja. Ja, why not? Kann alles bleiben, die reiße ich oben ab. Genau, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.